Die Hauptkulturzeit neigt sich dem Ende zu und die Arbeit auf dem Feld bzw. im Garten wird immer weniger bzw. überschaubar. Nun kann man sich halt auch einige Fragen stellen bezüglich der neuen Saison, zum Beispiel, welche Kulturen möchte ich anpflanzen, welche Fruchtfolgen sind einzuhalten und welche Bauten möchte ich zum Beispiel realisieren bzw. umsetzen. Netterweise ist heute ein ehemaliger Klassenkamerad zu mir gekommen und hat mir Holzbretter spendiert. Und aus diesen Holzbrettern werde ich meine eigenen Hochbeete bauen. Und hier im Peace-Projekt möchte ich euch einfach zeigen, wie ich diese Hochbeete bauen werde. Und im Anschluss natürlich auch, mit welchen Materialien ich sie befüllen werde. Ein Hochbeet ist eine optimale und super Sache für Leute, die nicht so viel Anbaufläche zur Verfügung haben, beziehungsweise vielleicht nur einen geteerten Untergrund, beziehungsweise nur eine Terrasse, wo es ein bisschen schwieriger ist, sein gesundes Obst und Gemüse selber anzubauen. Und da ist halt ein Hochbeet eine optimale Lösung und ich möchte euch einfach eine Inspiration geben, dass ihr das auch umsetzen könnt. Die Maße des großen Hochbeetes sind 160 x 80 x 120 und das kleine hat eine Länge von 120 cm. Mein Freund hat mir die Balken angebohrt für die Schrauben und ich bohre nun die Löcher in die Pfosten ein, um sie dann später mit dem Schrauben zu befestigen. Später sind auch meine Mutter, mein Vater und mein Bruder rausgekommen und haben mir geholfen, das Hochbeet zusammenzubauen. Dabei haben sie halt die Schrauben festgemacht oder auch die Bretter gehalten. Ein schönes Familienprojekt, finde ich. Vielen Dank nochmal. Im Innenraum haben wir mit Folie abgedeckt, damit das Holz nicht zersetzt wird. Natürlich kann man auch Jutesäcke oder andere biologische Stoffe verwenden, allerdings verlängert das nur die Lebensdauer des Holzes. Kommen wir zur Befüllung. Da habe ich als unterste Schicht grobe Äste verwendet und darauf nochmal klein gehäckselte Äste. Auch ein paar Holzreste aus dem Wald habe ich noch mit dazu geworfen, denn die darauf enthaltenen weißen Stellen sind Saprophyt-Pilzmyzele, die zur Verrottung des Lignin im Holz zuständig sind. Darauf habe ich noch eine Ladung Laub und andere stickstoffhaltige Abfälle geschichtet und für die Mikroorganismen habe ich noch den Inhalt eines Bokashi-Eimers entleert. Darin war natürlich auch Pflanzenkohle mit enthalten. Alte Töpfe mit Pflanzen von der Saison sind auch drinnen gelandet. Da waren auch noch schöne Würmer enthalten. Also das heißt, sehr viel Leben in dem Hochbeet und Leben erzeugt natürlich auch wieder Leben.
Nach der Schichtung habe ich noch Erde zum Abschluss draufgelegt und nun lasse ich einfach den Herbst und den Winter die restliche Arbeit machen. Die letzten 20 cm der Holzbalken kann ich noch einen gewissen Schutz anbringen, vielleicht aus Glas oder auch aus Folie, um im frühen Frühjahr gleich etwas anbauen zu können. Ich hoffe, ich konnte dir so als kleine Inspiration dienen, dass du dein eigenes Hochbeet anbaust, beziehungsweise deinen eigenen Kasten, dass du dein eigenes Obst und Gemüse anbauen kannst, wenn du jetzt nicht die große Fläche zur Verfügung hast, zum Beispiel auf deiner Terrasse. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen oder auch einen Kommentar. Und was persönlich für mich auch sehr wichtig ist, dass du deinen Freunden und Bekannten von meinem Projekt weitererzählst bzw. auch weiterempfiehlst, sodass ich immer mehr Leute erreichen kann und dadurch auch meine Selbstständigkeit mit diesem Projekt weiter aufbauen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Hab auch noch einen schönen Tag und restliche schöne Tage draußen im Garten. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.